Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's Play GTA 5. Ja, nach unserer Mission hier, beziehungsweise nach unserer Aufgabe, hier aufzuräumen, beziehungsweise die Container zu stapeln, sollen wir jetzt mit Wade eine Lagerhalle finden. Dazu nehmen wir hier diesen sehr geschmeidig aussehenden LKW und fahren zum Dockbereich. So, ich will jetzt aber keinen überfahren, dementsprechend müssen wir hier weit ausholen. Ach nein, jetzt habe ich schon direkt den ersten Fehler begangen. Andersrum. So. Ich muss da um die Kurve. So. Tor ist offen, raus mit uns. Ich überhole jetzt einfach mal das ein oder andere Auto. Kommt ja auch des Öfteren mal vor, dass man von extrem großen LKWs auf der Autobahn überholt wird. Aber so wie ich das sehe, bleiben wir ja hier einfach in diesem Dockbereich. So, weg da. Uns mal den Weg freigehupt. So, angeblich darf man hier nur 10 fahren. Wir fahren 50 oder 60. So, jetzt haben wir hier eine große Lagerhalle. Meine Güte, die bearbeiten unseren Kumpel aber. So, verlass das Sperrgebiet. Machen wir das. Also, ach, guck mal, hier haben wir doch ein feines Auto. Gib dich zu Floyds Apartment. So, gehört wahrscheinlich dem Vorarbeiter. Aber ist ja nicht so schlimm. So, der gute Ron ruft an. Diese Fotos, du hast wirklich auf etwas gestumbled. Das Schiff, Meriwether. Ja, ich weiß. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Ja, da haben wir wohl wieder mal schön ins Wespennest gestochen. Mayweather, für die, die es noch nicht kennen, im Multiplayer sind sie bekannt als Söldnertruppe, die einem mit militärischen Gütern in Form von Panzern, Hubschraubern, LKWs und vor allen Dingen auch Waffen unterstützen. Kann man jederzeit rufen, die Jungs. In dem Sinne werden sie hier im Auftrag der Regierung eingesetzt. Und ja, wir als kleines, als kleines Vorstadtkrokodil, ja, passt glaube ich ganz gut, ja, wir sollen das Ganze selbst in die Hand nehmen. Könnte ja interessant werden. Wir legen uns mal wieder mit einer kompletten Armee an. Ist ja bereits aus einigen anderen Spielen bekannt. So, oi, oh, oh, oh. So, viel Verkehr. Oi.
Wo ich noch nicht so drauf geachtet habe, ist, ob es wirklich zu bestimmten Tageszeiten mehr oder weniger Verkehr ist. Beispielsweise, wenn die Leute zu ihrem Job fahren oder eben Feierabend machen, ob dann mehr auf den Straßen los ist. Falls ihr das schon mal festgestellt habt beim Spielen von GTA 5, dann lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Das würde mich echt mal interessieren, weil dann gehe ich nämlich nach 5 gar nicht mehr aus dem Haus. So, was haben wir da? Eine Straßenbahn. Sehr schön. Spielt vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Mission eine Rolle. Ich weiß es ja nicht. So, 800 Meter haben wir noch. Dann sind wir auch schon an unserem Ziel angekommen. Da stand aber... Moment mal. Da stand ein sehr schicker Wagen, den ich mir jetzt, glaube ich, mal schnappe. Was war das? Das ist doch mal eine Farbe, die mir wirklich zusagt. Schnappe ich mir jetzt. Zack. Sogar eine ordentliche Soundanlage drin. So, und auf geht's. Da läuft aber blöde Musik im Radio. So, da sind wir schon angekommen. Ich hoffe einfach mal, dass der Wagen da stehen bleibt. Zumindest eine Weile. Komm schon, Trevor. Gib mal ein bisschen Gas. What in the name of all things holy? Boah, stinkt hier so. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. That's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And... there, perfect. All right, so... Based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Ah, jetzt müssen wir uns also entscheiden, was wir hier machen. Ha, okay. Ich weiß, das mit dem Hubschrauber klingt eigentlich ganz lustig. Ich würde mal sagen, das machen wir. Offshore. Deep Sea Adventure. Gotta be. Okay, ja, das darf sein. Tauchboot beschaffen, Lufttransport beschaffen. Okay, alright. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here,
was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man! Smell him! No. Smell him! Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Und wir finden uns wieder in Unterhosen wieder. Ja, wunderschön. Dürfen wir uns umziehen, bevor wir jetzt an den nächsten Auftrag gehen? Ich hoffe es doch einfach mal. Wo finden wir denn mal ordentliche Kleidung? Ah ja, hier. Was haben wir denn alles so? Wir haben doch bestimmt ein paar schicke Sachen im Schrank hängen. Ja, nur leider ist nichts davon sauber. Nehmen wir doch mal hier wieder das klassische Jeans-Outfit. Das ist doch wunderschön. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Ah, okay, wir sollen also direkt mit Michael zur Flugschule. Ich würde sagen, das tun wir. Wir haben auch schon lange nichts mehr vom guten Franklin gehört. So, ist er wieder eingepennt? Boah, wir haben noch festgefahren. Oh, eingehender Anruf von Tracy. What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat night? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck. You really are. You'll get over it. You'll see. I did you a favor. Never. I hate you. So, ja, ich würde sagen, Jungs, Jung und Mädel, mein Auto, raus. So, ja, wir gucken jetzt gerade mal auf die Karte. Irgendwo hier muss ja dann die Flugschule sein. So, wo steht's denn hier? Stuntflugzeugrennen, Stripclub, ist immer gut. Landeplatz, Yachthafen. Flugschule. Da begeben wir uns jetzt hin. Auch nur 3 Kilometer. Haben wir ein ordentlich schnelles Auto uns gerade mal geborgt. Wow. Ein sehr schnelles Auto, wie wir gerade feststellen müssen. Man liegt doch gar nicht so toll auf der Straße. Ja, ich habe es ja im letzten Part schon mal angekündigt. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ein neues Fahrzeug zulegen in nächster Zeit. Dazu brauchen wir nur noch das nötige Kleingeld. Und dann werden wir die Karre auch gleich ein bisschen hochzüchten.
denn wir wollen ja schließlich, dass alle in dieser Stadt neidisch werden und Fotos machen. Ja, und ich begebe mich jetzt da hinten hin, wir machen einen kurzen Cut. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Part wieder ein, dann lernen wir wie ein bisschen, Flugzeug geflogen wird. Und ja, schaltet wieder ein, es geht spannend weiter mit GTA 5. Bis dann.